Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblenkusser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich sehr, sehr viel Terraforming betrieben. Unter anderem habe ich den Rasen gegen Sand ausgetauscht, siehst du ja gerade, weil ich finde, das sieht ein bisschen besser aus und passt auf jeden Fall besser zum Setting von der Höhle. Dann habe ich heute das Glättungstool bzw. das Abrundungstool an der Decke angewendet, denn da waren teilweise Spitzen, die da rausgucken und es sah einfach nicht realistisch aus und jetzt sieht das auf jeden Fall wesentlich besser aus. Dann habe ich heute Stützen hinzugefügt für die Statik, damit halt die Leute keine Angst mehr haben müssen, nach unten in die Höhle zu gehen, weil die haben mir teilweise geschrieben, hör mal, kannst du nicht mal drauf achten? Das sieht schon echt gefährlich aus, da könnte was runterfallen. Jetzt habe ich Stützpfeiler hinzugefügt, heißt, die Höhle ist sicher. Off-Topic möchte ich ganz kurz was sagen. Ich habe die letzte Folge gerendert, hast ja gesehen, und die letzte Folge hat sage und schreibe 4 Stunden, ja, ich betone nochmal, 4 Stunden gebraucht zum Rendern. Jetzt denkst du ja, vielleicht hast du keinen Anhaltspunkt. Mit der alten Grafikkarte, mit meiner alten CPU hat das ungefähr bei Timelapse-Folgen 1 Stunde gedauert. Ja, aber die alte Grafikkarte, die 1070, hatte CUDA-Unterstützung. Haben irgendwie alle Nvidia-Grafikkarten. Die AMD-Grafikkarten, die ich jetzt gerade drin habe zum Beispiel, die hat keine CUDA, sondern OpenCL. Aber irgendwie ist bei Premiere CS6, es wird gerade sehr fachlich, aber ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und auf jeden Fall, bei Premiere CS6 gibt es keine OpenCL-Unterstützung in dem Sinne. Keine Ahnung warum, ich habe mir jede Menge Videos angeguckt, im Stream hatten wir ja ein bisschen uns was angesehen und es gibt das leider nicht. Und jetzt habe ich mich nach Alternativen umgeschaut zu Premiere Pro, weil Premiere Pro nutze ich jetzt seit 4,5, fast 5 Jahren, bin damit vertraut, weiß, was ich da tue. Und jetzt habe ich Alternativen gesucht, unter anderem Shotcut. Das ist ein gratis Schneideprogramm, Schneide- und Renderprogramm. Und dann noch DaVinci Revolt, Resolved oder sowas. Und das DaVinci Resolved kommt auch in Hollywood-Produktionen zum Einsatz. Jetzt denkst du ja, warum ist das gratis? Ja, es ist eine leicht abgespeckte Version für unsere, beziehungsweise was wir damit tun, reicht das. Für Hollywood-Produktionen muss er halt kaufen, kostet irgendwie $400, obwohl die Hollywood-Produktionen für $400 sagen sich, ach komm, nehmen wir auch noch mit. Auf jeden Fall, da hast du dann irgendwie noch 3D-Sampling und was weiß ich nicht alles, aber das brauche ich ja nicht. So, auf jeden Fall. Der Nachteil bei den beiden Programmen ist, es gibt keine Batch-Verarbeitung. Bei Premiere Pro CS6 oder Premiere Pro, dieses Abo-Modell, das fällt für mich auch weg, weil ich glaube, das kostet 49 € im Monat und ganz ehrlich, ich kaufe mir lieber ein Programm und dann habe ich das einmalig. Ne? Dann kommen da regelmäßig Updates und das war's. Ich bin nicht so der Fan von diesen Abo-Projekten, Abo, wie auch immer, ne, Bezahldiensten, dass du dann halt, weiß ich nicht, dir das Programm nicht gehört und du zahlst dann im Jahr, keine Ahnung, 600 € anscheinend und dir gehört das Programm nicht. Ne? Also deswegen, da bin ich so, nicht so der Fan von. Das ist aber erstmal Nebensache. Auf jeden Fall, Premiere CS6 unterstützt OpenCL nicht, so, und die anderen teilweise beziehungsweise sind ein bisschen schneller im Rendern. Mit CS6, also Premiere, wo ich jetzt 4,5 bis 5 Jahre mit geschnitten habe, da habe ich sehr viel Erfahrung mit. Da weiß ich, was ich tue, ne, und so weiter und so fort. Die anderen muss ich mich reinfuchsen. Da muss ich mal gucken, was die so können. Aber die Batch-Verarbeitung, das ist bei beiden Programmen, die fehlen. Und das ist auch wirklich ein Manko, denn ich bringe ja 2 Videos am Tag. Und ne, meistens streame ich ja dann so bis 8 Uhr und dann setze ich alles ins Renderprogramm, in diese Batch-Verarbeitung und Media Encoder heißt das. Und dann schicke ich das los, ne, um 10 Uhr ungefähr ist alles fertig. Ist so meine Routine. Beziehungsweise, ich muss ganz kurz sagen, mit dem alten Prozessor hat eine Folge ungefähr 1 Stunde gedauert. Ist alles sehr technisch gerade. Auf jeden Fall 1 Stunde gedauert, jetzt mit dem neuen Prozessor 20 bis 30 Minuten, außer Timelapse-Folgen. Timelapse-Folgen waren die alten, der alte Prozessor mit der Grafikkarte war 1 Stunde, sagen wir mal 45 Minuten bis 1 Stunde und jetzt mit dem neuen Prozessor 4 Stunden plus. Ich hoffe, dass das bei dieser Folge nicht ist. Also ich kommentiere jetzt immer das Video, sehe das Video auch in der Vorschau, aber jetzt gerade bei Premiere Pro. Ich lasse das hier laufen, ne, damit ich da halt drauf reagieren kann, beziehungsweise drauf interagieren. Wie beispielsweise, jetzt verziehe ich gerade die ersten Pfeiler, nachher ist halt Copy-Paste, dann ziehe ich halt alles runter. Schon mal gespoilert.
ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ich bin noch nicht ultra zufrieden mit dieser Gratis-Lösung. Die sind beide gratis, aber ich muss mal gucken, wie ich das handhaben werde. Weil, wenn die Folge, die werde ich jetzt nochmal, die du jetzt gerade siehst, werde ich jetzt nochmal in Premiere CS6 rendern. Weil, wie gesagt, diese Batch-Verarbeitung und ich weiß, was ich hier mache, ne, welche Handgriffe. Und naja, es passt einfach. Die Sprache ist in Deutsch, Shotcut ist auch in Deutsch und DaVinci ist leider nur in Englisch oder Französisch oder Japanisch. Ja gut, Englisch geht einigermaßen, aber diese ganzen Fachbegriffe fallen mir natürlich auch schwer. Ich denke mal dem einen oder anderen auch. Ach so, übrigens, die Stützpfeiler hier, wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich habe jetzt die Märchenstützpfeiler genommen, weil die unten diese Banderole haben und die finde ich eigentlich ganz schick. Und oben habe ich dann etwas dünnere Querbalken genommen, weil ich wollte erst die gleiche Dicke nehmen, aber das sieht auf der einen Seite okay aus, auf der anderen Seite nicht. Also wenn, dann würde ich gerne halt beide Seiten gleich haben und deswegen habe ich da einen dünneren Balken hingesetzt, damit halt das mittig sitzt. Nur so an Brande. Übrigens, ich bin super froh, hier wieder die STRG-X-Taste zu haben, ne, mit diesem Kopieren und Verschieben und dass ich dann ein anderes Objekt auswählen kann, dass das halt mittig platziert ist. Super, bin ich da super froh drum. Gab es bei Plancoaster in der PS5-Version leider nicht. Schade eigentlich. So, auf jeden Fall, ich bin jetzt so ein bisschen im Zwiespalt, ein bisschen hin und her gerissen, welches Renderprogramm ich nehme, weil CS6, wie gesagt, bin ich sehr vertraut mit, weiß ich, was ich tue, aber die anderen zwei Programme sind halt gratis. Ne, die werden auch regelmäßig mit Updates versorgt. CS6 mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, das letzte Update ist schon Ewigkeiten her, also da habe ich gar kein Update mehr irgendwie von bekommen. War auch richtig teuer damals, wirklich. Aber die Alternative wäre, ich hatte gehört, dass die, ich weiß nicht, wie das Abo-Modell heißt, ich meine CC oder so. Auf jeden Fall, das soll wohl OpenCL unterstützen. Vielleicht auch meine Grafikkarte, aber 50 € im Monat mal 12. Gut, dann gibt es ja noch eine Sparversion, ne? Dann bist du irgendwie, sagen wir mal, 400 €. Aber für 400 €, ganz ehrlich, da will ich ein Programm haben, was länger als ein Jahr hält. Ne? Also dann gebe ich lieber 400 € aus für ein Renderprogramm, was mir dann gehört, wo ich dann halt 3, 4, 5 Jahre von Spaß habe. Nicht nur ein Jahr und das gehört mir dann noch nicht mal. Also deswegen, also Abo-Projekt, Abo-Modelle, echt, das ist für mich, bei Programmen, bei Spielen ist wieder was anderes. Das ist ein anderes Thema, können wir irgendwann mal ansprechen, aber bei Programmen ist halt, ne, wie gesagt, kaufen und dann ist gut. Und dann vielleicht noch ein paar Updates bekommen, gut. Auf jeden Fall mit DaVinci und Shotcut muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten. Aktuell tendiere ich eher zu Shotcut, weil halt deutsche Oberfläche ist und ja, ich habe schon ein bisschen so herumexperimentiert. Mir fehlen halt noch ein paar Einstellmöglichkeiten wegen dem Video. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, eigentlich möchte ich gerne bei CS6 bleiben. Ich bin so unentschlossen in der Sache, also wirklich, weil macht der Gewohnheit jetzt CS6, ja, ist halt gewohnte Umgebung, ist einfach so. Wie beispielsweise mit Vlogs, wäre ja auch eine ungewohnte Umgebung, aber ist ein anderes Thema. Alles anderes Thema. Naja, auf jeden Fall. Ich hatte mir, wie gesagt, ein paar Testberichte durchgelesen und die beiden Programme haben einfach mit am besten abgeschnitten in mehreren Internetseiten. Nicht nur eine, sondern mehrere. Siehst du, da ist zum Beispiel ein Glättungstool. Das ist echt toll, also wirklich. Auf jeden Fall, ja, übrigens, jetzt nochmal back to the Thema. Ich finde die Stützen echt gut, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht doch noch ein bisschen was mache. Die Decke habe ich nochmal runtergezogen, ne, damit halt die Decke auch aufliegt, damit das halt auch aussieht und nicht irgendwelche Balken hingeklatscht sind. Aber ich glaube, ich mache da noch was. Ja, ich bin noch so, ich bin immer so unentschlossen. Aber mal gucken, was ich da machen werde. Ich begutachte jetzt gerade meine Sache selber und sieht schon ganz gut aus. Naja, auf jeden Fall, ey, ich habe schon wieder 10 Minuten durchgequatscht. Ich muss jetzt Gas geben. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht hat der ein oder andere Erfahrung mit den Programmen und kann mir sagen, wie ich eine Batch-Verarbeitung da machen kann. Ansonsten muss ich mein YouTube-Video gucken. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
Tschüss.